Genau, jetzt. Was soll schon mal jetzt da sein? Genau. So, probieren wir das nochmal. Zum 100. Mal wird es klappen. Hoi miteinander. Bin ich auch wirklich scharf? Barbara. Ja, voll geil. Nämlich unsere Ines. Hallo Ines! Hallo zusammen. Freestyle Night in Medmerstetten. Es ist nicht so einfach, aber es wird sicher lustig. Aber so Action sollte es geben, oder? Ja, also ich wollte eigentlich immer noch, dass der Meno sich auszieht und endlich da ein bisschen baden, Wasserballett und so. Kamera läuft! Aha, willst du den Matze nicht vorstellen? Also soll ich den vorstellen? Also fangen wir mal an. Bau ist so eine Liebe. Wir bei Ratio kümmern uns halt noch um unsere Gespänchen, gell? Das seht ihr nämlich jetzt! Hast du schon mal vom Dragon Boat Rennen gehört? Nein, noch nie. Musst du mal Ratio TV schauen, dann weißt du nachher, was es ist. Okay, ist gut. Hey, Olaf, jetzt schau dir mal die Amateure an dort. Da, so eine billige Hobbycam und so, machen die eins auf Ratio, ja, ja. Die haben wir gern. Aber was läuft denn heute Abend in der Party? Was erwartest du vom Bündnerland? Jawohl, richtig. Aber ich bin vor allem die, die Fragen stellt hier. Du musst schon mal antworten. Ja, das ist eben etwa gleich Kasten wie ich. Darum möchte ich natürlich schon ein bisschen mit ihm reden. Ich war die ganze Zeit auf der Suche nach jemandem, der gleich breit ist wie ich. Also, okay. Und jetzt habe ich endlich jemanden gefunden. Jetzt hast du jemanden gefunden. Ich bin noch ein bisschen breiter, aber... Ja, das macht die Jacke aber auch. Genau, ja, kannst du ja noch antrainieren. Von wem ich bin? Ich bin auch von meiner Mutter. Nein, wirklich. Wieso, bist du auch von meiner Mutter? Ja, sicher. Jetzt mache ich noch einen Trick. Oh! Voll im Schuss. Die schönen Holländer brauchen keinen Anmachtipp. Mit Tulpen klappt es mir noch. Mit Tulpen? Ja, Blumen kommen immer gut an. Ja, es ist ein extremes Abenteuer, so ein Toi-Toi-Klo. Schon, hä? Es kommt schon mal in meinen Lebenslauf. Ja, ich dachte, mit dieser Brille und dieser Perücke kannst du ja nicht ernsthaft rumlaufen. Mal. Oh nein, schau. Jetzt werden wir vom Hobby Kamerateam überholt. Gibt's ja gar nicht. Dann kann ich einfach mal zeigen, was ich kann auf dem Rollschuhfeld. Nein, nicht im Ernst. Was machst du da, so einem Fest? Ich will noch eine Party machen, Junge! Junge! Also, da soll man noch jemand sagen, dass Rollschuhfahren nicht heilig ist. Jesus himself. Toni, wie lange machst du das schon? Seit dem 9. Seit dem 9. Gute Antwort. Wie viele Jahre machst du schon? Ah, seit 34 Jahren. Es ist nicht immer wichtig, überall das Schnellste zu sein. Das wächst alles auf dem Gummibaum. Also, passt ihr hier in den Gummibaum, dann wird es auch günstiger zum Verhüten. Nein, ich glaube nicht der Tante Barbara, sie hat eigentlich keine Ahnung. Also, sie will jetzt meine Nummer. Ich als Gentleman mache das natürlich sehr gern. Was fühlt man, wenn man airboardet? Schon nie gesehen? Nein. Okay, danke fürs Interview. What is your job then here? Ah, that sounds really interesting. Ich meine, jeder will sagen, das ist ein Shirt vom H&M. Ich auch. Aber er hat einfach Knöpfe weggenommen und dann ist es schon wieder legitim, dann ist es schon wieder völlig cool. Habt ihr nicht gelernt in der Schule? Ja, nein, Antworten sind immer schlecht. Das ist doch wie in der Schule. Ihr müsst ein bisschen lässiges Zeug erzählen. Er ist toll! Sehr toll. Ja. Aber sie ist besser. Mensch. Das haben unsere Zuschauer schon immer mal wissen. Die andere Seite. Kegel. Kegel! Er versucht sein Bestes. Go, Olaf, go! Go, okay. Ines hat definitiv ihren Job verfehlt. Auf jeden Fall Schnaps in dir! Schnaps her, ja. Die sowieso. Stefan, Gigax,
Wo mit dem Gummi gackst. Ja, genau der. Und ja, das wird recht heiß. Ciao zusammen, gute Nacht, das ist das Meppenstädte. Der geht etwa so. So, machen wir nochmal, machen wir nochmal. Ciao. Wir suchen noch Sponsoren, übrigens. So einen guten Schlusssatz, warte, ich muss schnell überlegen. Und wir sehen uns bald wieder.